In dieser Serie fliegen meine Freundin und ich uns mit einem historischen Flugzeug 2.500 Kilometer bis ans Mittelmeer und über die Alpen zurück nach Deutschland. Als frisch gebackener Pilot eine Reise, die wir nie vergessen werden. Herzlich willkommen auf Motorwelt.eu und zu der Serie How To VfR durch Europa, euer Videokompendium ergänzend zu der Serie mit 110 PS durch Europa. Mein Name ist Daniel und im heutigen Video geht es um das Thema Flugpläne aufgeben und alles, was ihr beim Bergfliegen zu beachten habt, was man euch im Video mitteilen kann. Im letzten Video ging es um Funken und abweichende Verfahren im Ausland und dies ist auch das letzte Video aus dieser kurzen Serie. Flugpläne ist etwas, was viele meiner Pilotenfreunde und auch ich nie in der Flugschule gemacht haben. Was jeder von euch schon mal gehört hat, ist, dass es eine Flugplanpflicht bei Grenzüberquerung, VfR-Nachtflügen und die Besonderheit in Frankreich, dass wenn ihr außerhalb der Gleitdistanz zum Ufer seid, es eine Flugplanpflicht gibt. Flugpläne sollten immer 60 Minuten vor Abflug aufgegeben werden. Das ist mir in Trento einmal nicht gelungen und da wollten sie mich erst nicht losfliegen lassen. Aber der Flugplan ist dann glücklicherweise nach ungefähr 35 Minuten doch aufgegangen und sie haben mich dann rausfliegen lassen. A few moments later. Wenn ihr eine Estimated Off-Block Time von über 30 Minuten habt, müsst ihr das als Delay Message in eurem Flugplan angeben. Das ist relativ easy. Bei SkyDemon könnt ihr es einfach innerhalb von SkyDemon machen. Ansonsten lauft die Gefahr, dass euer Flugplan gelöscht wird. Bitte beachtet bei eurer Flugplanung, dass ihr alle 30 Minuten entweder ATS Waypoints, VORs, größere Städte oder markante Bodenmerkmale für das System mit einpflegt. Das Öffnen und Schließen von Flugplänen ist für mich persönlich ein heikles Thema. Zunächst einmal zum Öffnen von Flugplänen. Ihr habt zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder ihr seid an einem besetzten Platz mit einem Turm und einem Controller. Den könnt ihr bitten, euren Flugplan zu öffnen. Seid ihr an einem unbesetzten Platz in Frankreich, dann habt ihr entweder die Möglichkeit, den Flugplan telefonisch zu aktivieren oder wenn ihr euch bei Flight Information Service im Flug anmeldet, den Controller bitten, euren Flugplan zu aktivieren. Beim Schließen des Flugplans ist die Thematik ähnlich. Fliegt ihr einen Platz an, der besetzt ist und einen Controller hat, könnt ihr diesen bitten, euren Flugplan zu schließen. Fliegt ihr einen Platz an, der nicht besetzt ist und keinen Controller hat, könnt ihr es entweder über den Flight Information Service machen oder, nachdem ihr gelandet seid, telefonisch. Vor allem solltet ihr auch im Kopf haben, Delay Messages während des Flugs aufzugeben oder zumindest den Controller darüber zu informieren, dass die eigentliche ETA von euch überschritten wurde. Mir ist das nämlich auf dem Rückweg von Trento nach Tannheim passiert. Als wir über die Schweiz geflogen sind, haben wir noch ein bisschen länger gebraucht als eigentlich geplant. Und als ich in Tannheim gelandet bin, hatte ich schon im Landeanflug eine Voice-Message schon lange auf meinem Telefon. Die Flugsicherung hier, Sie haben einen Flugplan aus Italien nach Tannheim und der Flugplan ist noch nicht geschlossen. Bitte um Rückruf. Danke. Tschüss. Und auch der Controller wurde schon leicht nervös, weil Langen dort angerufen hat, um zu erfragen, wo ich denn wohl sei. Sprich, mein Learning daraus ist, dass man den Controller dann auch darüber informieren sollte, hey, bitte einmal lang informieren, dass ich länger brauche, als im Flugplan ursprünglich angegeben. Wie ihr einen Flugplan genau aufgibt, zeige ich euch jetzt einmal hier auf dem iPad. Bergfliegen bringt einige Besonderheiten mit sich und ich kann jedem empfehlen, eine Bergflugeinweisung zu machen, wie ich auf einem Video hier auf YouTube von vor ein paar Jahren im Rahmen meiner Ausbildung mit der Flugschule. Vor allen Dingen interessant wird es in den Bergen bezüglich des Themas Density Altitude. Desto höher ihr geht, desto dünner wird die Luft und gerade im Sommer bei höheren Temperaturen vermindert das extrem eure Performance von dem Flugzeug. Die Morane habe ich stets mit einer Performance von 200 Fuß die Minute gerechnet.
nur ein Vergleich zu einer VL3 vom Pilot Frank. Dieser hat eine Steigflugrate von 2000 Fuß die Minute. Also ihr könnt sehen, dass es ein echt langsames und nicht schnell steigendes Flugzeug ist. Und gerade in den Bergen hatten wir die Besonderheit, in Trento musste ich von A nach B in einer gewissen Zeit auf eine gewisse Höhe kommen, um Terrain sicher zu überfliegen. Und das musste natürlich sehr sauber errechnet sein. Ein weiteres Thema, wo Density Altitude Performance auch zu tragen kommt, ist auf Meereshöhe, zum Beispiel in Forte de Mami. Voll beladen brauchen wir auf diesem Platz, der gerade mal 500 Meter auf Gras ist und zum Beispiel an einem heißen Sommertag bei 30 Grad tatsächlich 450 Meter, um über ein Hindernis von 15 Meter drüber zu kommen. Was Fee und mir auf jeden Fall im Gelände aufgefallen ist, sind Verwirbelungen überhalb von Terrain. Vor allen Dingen an den Kuppen staut sich der Wind so sehr, dass die Windgeschwindigkeit sich dort teilweise sogar verdoppeln kann und auch starke Verwirbelungen hervorruft. Sprich, man sollte sowieso immer nur geradeaus über Kuppen drüber fliegen und auch immer eine gewisse Mindestsicherheitshöhe haben. Und das ganze Thema Loof und Lee ist vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt. Man sagt, man soll auf der Loof, Love, der Lieblings- oder der sicheren Seite fliegen, weil dort schiebt der Wind euch quasi den Berghang hoch. Auf der Lee-Seite, wenn der Wind wie Wasser über den Berg drüber fließt, kann der Wind so stark runterfallen, dass ihr selbst mit Vollgas, wenn ihr gegen den Wind anfliegt, nicht steigt, sondern sinkt. Und das kann echt gefährlich werden. Was ich persönlich nach wie vor noch sehr schwierig finde, ist zu beurteilen, okay, wenn die Loof-Seite aber nicht gleichzeitig die sonnenbeschienene Seite ist, auf welcher Seite ihr fliegt. Und da kommt halt die Erfahrung und das eigene Messen eines jeden Piloten zu tragen, um abzuwägen, okay, wie stark sind die Aufwinde oder Abwinde auf der Loof- und Lee-Seite und wie stark ist die aufsteigende Luft und der Effekt dessen auf der sonnenbeschienenen Hangseite. Ihr seid im Zweifel deutlich mehr erfahren als ich. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr so eine Situation handhabt und was da eure Referenzpunkte sind, wie ihr zu welcher Entscheidung kommt. Zweitens habe ich mir vorgenommen, nur einen Taylor einzufliegen, wenn man auch wirklich einen Horizont sehen kann. Da oben ist scheiße, da fliegt ein bisschen. Ja, aber sobald wir, wenn wir was sehen, wenn wir gucken können, wo wir hin wollen, dann ist das okay. Wenn wir nicht mehr gucken können, wo es lang geht, was da ist, uns die Sichten weggehen, Wolken uns ärgern. Lassen wir den Spaß. In Sachen Wetter ist das Thema in der Dachregion sehr cool geregelt, dass ihr vor allen Dingen die Gavor-Flugstreckenabdeckung habt und die euch quasi relativ visuell zeigen kann, wenn die grün sind, dass ihr relativ sicher von A nach B fliegen könnt. Altiports ist ein cooles Thema, dazu komme ich auch in späteren Videos auf dieser Serie, die bereits produziert, aber noch nicht geschnitten sind. Und in Frankreich ist es nämlich so, dass es viele Altiports gibt, das sind Bergflugplätze, aber einem gewissen Schwierigkeitsgrad braucht ihr eine Einweisung durch einen Fluglehrer, weil es dort schon häufig zu tödlichen Unfällen gekommen ist, weil es zum Beispiel sich um Plätze handelt, die keine Go-Around-Möglichkeiten haben oder besondere Auf- und Abwinde haben, die es zu beachten gibt. Also so etwas solltet ihr immer vorher checken, bevor ihr euch irgendwelche Flugplätze raussucht. Braucht man für diesen Flugplatz eine Einweisung oder kann man den einfach so anfliegen? Und das war's dann auch schon wieder fürs heutige Video und vor allen Dingen auch für die Serie How to VFR durch Europa. Vergesst bitte nicht zu liken und zu abonnieren, das hilft dem Kanal wirklich sehr und schaut euch gerne die Serie mit 110 PS durch Europa an. Vielen Dank, macht's gut!